Heute geht's im Missencamp auf Stadtrundfahrt. Einen Tag lang Wien erkunden und mit dem Bus Österreichs Hauptstadt bei Fahrtwind genießen. So lässt sich's leben. Miss Austria Mina Dagi spielt bei Kaiserwetter, Reiseführerin für die 18 schönsten Mädels aus Österreichs 9 Bundesländern. Und das macht sie so richtig gut. Amina, du bist mit den Missen on Tour, du bist heute ihr Guide. Was hast du ihnen über den Stephansdom erzählt? Ja, natürlich so diese wichtigsten Punkte, wann es erbaut wurde, wie hoch es ist, welcher Baustil und auch den Domfahrer natürlich, weil dem begegnet man oft das Society-Paket. Wie heißt der? Der Toni. Der Toni ist es, der Society-Fahrer. Ist das für die Mädels was Aufregendes, was sie heute erleben, dass da auf einmal die Leute so auf sie reagieren? Auf jeden Fall, das hat man nicht jeden Tag. Ich glaube, das sind Momente, die man nicht vergisst, wenn die Leute dich bewundern, Fotos mit dir machen. Das ist, glaube ich, schon, ja, das freut sie sich sicher. It's a funny way to make ends meet. Sachkunde schön und gut. Nur unsere hübschen Mädels sind von den vielen begeisterten Touristen so abgelenkt, dass die Wissensvermittlung leider ein bisschen auf der Strecke bleibt. Euch irgendwas von der Stadtrundfahrt bis jetzt merken können? Ja klar, teils, teils, also nicht alles. Wie viele Einwohner hat jetzt Wien? 8,6? Na, oh Gott! Das war Österreicher. Das schneiden wir bitte weg. Wie viele Einwohner hat Wien? 2 Millionen. Ungefähr. Circa, ja. 1,8 Millionen. Na bitte, geht ja doch. Schließlich darf man auch ein bisschen abgelenkt sein, wenn man am Stephansplatz gerade selbst eine Sehenswürdigkeit ist. Man fühlt sich fast wie ein richtiger Star. Ja, es ist total spannend. Die Leute schauen sich um uns. Gell? Jeder schaut uns an, macht Fotos. Das ist urgeil eigentlich. Weil wir jetzt alle das gleiche Outfit anhaben und draufsteht Miss Austria Corporation, erkennt uns jeder und es ist schon ein tolles Gefühl. Man fühlt sich schon erklär als Attraktion, würde ich mal sagen, ja. Wir Sehenswürdigkeit. Das gefällt unseren Damen. Posen, lächeln und im Mittelpunkt stehen. Gut so. Als zukünftige Miss Austria sollte man das können. Und immerhin scheinen unsere Missen sichtlich Spaß daran gefunden zu haben. Macht das auch ein bisschen nervös, wenn man so im Rampenlicht steht? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Also ich genieße es gerade. Es ist echt cool. Also es macht sehr viel Spaß, mit den Mädels was zu unternehmen und Fotos zu schießen und sie alle Sehenswürdigkeiten anzusehen. Ach, ist das Leben schön. Einmal selbst Attraktion sein und das auch noch in unserer Bundeshauptstadt. Österreich willkommen, scheinen die Mädels zu sagen. Und wir antworten, los geht's, meine Damen. Wir haben gerne auf euch gewartet.